Am Abend setzte sich Jesus mit seinen Freunden zu Tisch. Jesus sagte: Noch heute wird mich einer von euch verraten. Die Freunde wurden unruhig und fragten: Herr, bin ich's? Oder bin ich es? Bin ich es etwa? Da sagte Jesus: Derjenige, der das Brot mit mir in die Schüssel taucht, wird mich verraten. Dann nahm Jesus das Brot, dankte Gott, brach es auseinander und gab es seinen Freunden. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Immer wenn ihr von dem Brot esst, werde ich bei euch sein. Danach nahm er den Kelch mit dem Wein und gab ihn seinen Freunden und sprach: Nehmt und trinkt, das ist mein Blut. Immer wenn ihr von dem Wein trinkt, werde ich mitten unter euch sein. Danach ging Jesus mit Petrus, Jakobus und Johannes in den Garten Gethsemane. Dort war es ganz still. Jesus wollte noch weiter in den Garten hineingehen und bat seine Freunde: Wartet hier, bis ich gebetet habe. Jesus fiel auf die Erde und betete: Gott, mein Vater, du kannst alles. Bitte erspare mir das Leid, das kommen wird. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Als Jesus zurückkam, schliefen seine Freunde. Warum schlaft ihr? Könnt ihr denn nicht eine kurze Zeit mit mir wachen? Jesus ging erneut tiefer in den Garten hinein und betete. Die Sterne standen schon am Himmel. Als er zurückkam, waren seine Freunde wieder eingeschlafen. Und genauso geschah es ein drittes Mal. Da kam einer von Jesu Freunden, Judas, zusammen mit vielen Soldaten, die brachten ihre Schwerter mit. Judas begrüßte Jesus mit einem Kuss. Da wussten die Soldaten, das ist der Mann, den sie festnehmen sollten, denn so hatte das Judas vorher mit ihnen verabredet. Und Jesus sagte zu ihnen: Da kommt ihr mit Schwertern und Stangen, um mich gefangen zu nehmen. Dabei war ich doch jeden Tag bei euch im Tempel. Die Soldaten nahmen Jesus mit. Die Freunde liefen davon. Einer, Petrus, folgte heimlich den Soldaten. Sie brachten Jesus in ein Haus, um zu beraten, was nun mit ihm geschehen soll. Petrus blieb im Hof und mischte sich unter die Leute, die sich am Feuer wärmten. Da erkannte ihn eine Frau. »Sag mal, du bist doch einer von diesem Jesus!« Petrus erschrak und sagte schnell: »Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst.« Da sagte ein anderer: »Doch, das ist einer von Jesu Freunden.« Aber Petrus antwortete: »Nein, du irrst dich.« »Doch, ich habe dich mit Jesus gesehen«, sagte ein Dritter. »Ich kenne diesen Jesus nicht«, beteuerte Petrus. In diesem Augenblick krähte zweimal der Hahn. Da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich. Denn Jesus hatte noch am Abend zu Petrus gesagt: »Noch bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.« Die mächtigen und einflussreichen Leute der Stadt hatten längst beschlossen, dass Jesus sterben soll. Er war ihnen zu gefährlich geworden. Sie hatten nicht vergessen, wie Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingezogen war und das Volk ihm zugejubelt hatte, wie die Menschen Hosianna gerufen haben. Sie mischten sich unter das Volk und hetzten die Leute auf. »Jesus muss sterben«, erzählten sie alle. »Er muss gekreuzigt werden.« Und bald rief das ganze Volk: »Jesus muss sterben, ans Kreuz mit ihm! Jesus muss gekreuzigt werden, kreuzigt ihn!« Die Soldaten fingen an, Jesus zu verspotten und auszulachen. Sie zogen ihm einen purpurfarbenen Mantel an und setzten ihm eine Dornenkrone auf und spotteten: »Gegrüßt seist du, du König der Juden!« Dann führten sie Jesus hinaus aus der Stadt zum Berg Golgatha. Oben auf dem Berg schlugen sie Jesus ans Kreuz. Jesus betete: »Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.«
Die Soldaten hörten gar nicht hin. Sie nahmen die Kleider von Jesus und würfelten darum, wer welches Kleidungsstück bekommen sollte. Nach Stunden am Kreuz rief Jesus: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Dann starb er. Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel mitten entzwei und die Erde bebte. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, das war Gottes Sohn.